Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns jetzt mit dem letzten Schritt der objektorientierten Analyse befassen. Das ist eben ein Klassenmodell jetzt tatsächlich aufbauen und verfeinern aus den Informationen, die wir aus den vorherigen Abschnitten bekommen haben. Also wir haben einerseits Klassenkandidaten, wir wissen ungefähr, wie die sich untereinander referenzieren müssen. Wir haben Methodenkandidaten, wir haben Randbedingungen rausgefunden aus diesem Text. Eben über diese strukturierte, objektorientierte Analyse. Und wir bekommen jetzt eben ein grobes Design, wie jetzt unsere Klassen aussehen können. Und jetzt heißt es eben, sich zu überlegen, ist das jetzt schon alles, was wir brauchen? Üblicherweise nicht. Und dann muss man eben sich überlegen, welche Schritte gehe ich jetzt, damit ich dieses Modell, was ich eben jetzt gewonnen habe, verfeinern kann, um daraus eben tatsächlich eine Applikation zu machen, die genau das macht, was wir wollen. Und ich habe eben genau das mal gemacht. Ich habe hier eine Oberfläche mit der Windows Presentation Foundation geschrieben und nebenbei habe ich, wie wir hier auch sehen, eben eine Klassenbibliothek in C# erstellt, wo eben die komplette Core-Logik drin ist, die wir hier sehen. Und wir sehen hier eben auch einige Typen, die notwendig sind, damit das Ganze läuft. Und wir schauen uns jetzt eben mal einfach kurz an, wie dieser WPF-Client funktioniert. Wir sehen eben hier, wir haben hier Spieler A, der hat noch 21 Spielsteine und Spieler B hat noch 21 Spielsteine. Und man kann jetzt hier über diese Buttons unterhalb dieses Spielfelds eben sagen, ich möchte jetzt hier eben meinen Stein hinsetzen und dann ist Spieler 2 dran und so weiter und so fort. Und irgendwann, wenn wir eben soweit sind, kommen wir eben hier zu dem Status hin, dass Spieler A gewinnt. Und wir sehen hier auch, dass die Buttons dann deaktiviert sind. Ich kann nicht mehr drauf einwirken. Und Spieler A ist letztendlich dann auch der Spieler, der als letztes dran war. Und Spieler B hat eben keine Chance mehr. Ja, im Prinzip habe ich eben auch nach dieser objektorientierten Analyse angefangen und mir dann eben erstmal beispielsweise den Spieler erstellt. Der Spieler hat eben meines Erachtens eine ID, deswegen habe ich hier von dieser Basisklasse BaseEntity abgeleitet und ein Spieler hat hier eben eine ID, was letztendlich bloß ein Integer ist. Wir haben eben Spieler 1 und Spieler 2 und Elemente, die eben letztendlich über ihre ID identifiziert werden, haben wir schon öfters gesagt, sind eben Entities. Und genau deswegen habe ich hier auch diese Basisklasse gemacht. So, aus was besteht der Spieler? Der kriegt eben eine ID, der bekommt einen Namen, der bekommt Spielsteine und der bekommt eine Farbe. Eine Farbe ist eben wiederum ein Value Object, so wie wir das eigentlich auch schon in vorherigen Videos mal durchgesprochen haben. Wenn wir eine Farbe haben, definiert sie sich eben über Rot, Grün, Blau und genauso können wir hier eben das Value Object of T als abstrakte Basisklasse nutzen, um das einzusetzen. So wie wir es schon bei diesen Advanced Features für Generics und Reflection in C# besprochen haben. Genau, und was halt wichtig ist, was den Spieler so interessant macht, ist eben seine Methode setze Spielstein. Und wir haben hier eben eine Spalte, die letztendlich vorher ausgewählt wurde von vom User, die jetzt gegeneinander spielen. Das heißt, ich gebe hier eben eine Spalte an, in der das Ganze gesetzt werden soll. Und ich nehme mir dann eben einen Spielstein, so wie das hier eben aussieht, den letzten jeweils, und setze dann diesen Spielstein hier eben in diese Zielspalte und dann entferne ich aus meiner eigenen Collection an Spielsteinen eben diesen Spielstein. So sieht eben der Spieler aus. Wir sehen auch, die Klasse hat 50 Zeilen und repräsentiert eben einen Spieler. Das Wichtige, was diese Klasse eben macht, ist, dass man einen Spielstein in eine Zielspalte setzen kann und damit folgen wir auch dem SRP. Wir haben hier auch ein Interface, wo wir eben verschiedene Informationen über den Spieler haben können. Das ist vielleicht nicht insgesamt nach dem Interface Segregation Principle
gemanagt, aber trotzdem ist eben die Anzahl der Members für dieses Interface noch gering genug, dass ich das in Kauf nehme. Ja, dann kommen wir natürlich auch zur Reihe, wie sieht denn ein Spielstein aus? Also ein Spielstein hat natürlich auch eine Farbe und eine Spieler-ID, zu der eben der Spielstein gehört, wenn wir das genauer haben möchten. Dann haben wir hier eben tatsächlich auch eine Nummer. Welcher Spielstein ist es denn gerade, den wir hier haben? Ehrlich gesagt benutze ich das hier nicht wirklich und ich benutze auch nicht wirklich die Spieler-ID. Na doch, die benutze ich glaube ich noch. Aber die Nummer habe ich eigentlich hinzugefügt. Ich weiß nicht warum. Meines Erachtens könnte man die rein theoretisch weglassen. Aber ich habe mir überlegt, irgendwie möchte ich vielleicht mittracken, welcher Spielstein das denn gerade war, von welchem Spieler, den er da gesetzt hat. Dann. Aber ich benutze es aktiv eben nicht wirklich, was da beim jeweiligen Spieler gesetzt wurde. So sieht eben ein Spielstein aus. Dann ist natürlich auch noch interessant, aus was ein Spielbrett jetzt besteht. Also das, was wir gerade hier in der Mitte gesehen haben. Und was wir hier jetzt sehen, ist eben eine Collection von Plätze. Also lassen Sie sich davon nicht irritieren. Was wir hier eigentlich dahinter haben, ist ein zweidimensionaler Array. Und wenn wir das eben auf Collections übersetzen, haben wir eine Collection von Collection. Ja? Und man kann übrigens auch zweidimensionale Arrays hier über diese Interfaces so ansprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir uns das jetzt eben nochmal genauer anschauen, dann haben wir hier eben die Plätze tatsächlich. Und dann können wir uns ja natürlich auch mal anschauen, wie ein Platz eben aussieht. Ein Platz weiß, an welcher Stelle er ist. Und man kann eben auf einen Platz einen Spielstein setzen. Also wenn hier sozusagen auf einem Platz ein Spielstein ist, dann ist diese Eigenschaft hier nicht null, sondern es sitzt tatsächlich ein Spielsteinobjekt drauf. Und mehr macht eigentlich diese Platzklasse nicht. Aber ich habe sogar für diese Platzklasse hier tatsächlich ein Interface gemacht, weil dieser Setter für mich später noch interessant ist. Aber dazu kommen wir später. Und der wichtige Punkt ist jetzt eigentlich, ich habe jetzt hier eben eine Klasse erstellt, das ist das sogenannte Factory Pattern, was wir auch später noch kennenlernen werden. Die Factory oder eine Factory ist grundsätzlich immer für das korrekte Erstellen eines komplexen Objekts notwendig. Und wir haben hier jetzt eben den Vorgang, dass wir dieses Spielbrett erstellen wollen. Wir haben ja gesehen, dass es sowohl aus Plätzen, aus Spalten, aus Reihen und aus sogenannten Spielbrettlinien besteht. Und der Punkt ist eben hier, ich kann über das Spielbrett eben abfragen, welcher Spieler hat denn gerade gewonnen? Und auch das ist wieder eine sehr einfache Implementierung. Ich gehe nämlich einfach alle Spielbrettlinien durch und überprüfe dann, ob in einer dieser Linien eben eine 4 oder 4 von der gleichen Farbe enthalten sind. Was meine ich jetzt genau mit Spielbrettlinien? Wenn wir uns dieses Spielbrett anschauen, dann ist das eigentlich, Entschuldigung, so möchte ich es machen. Dann ist es ja eigentlich ein zweidimensionaler Array von Plätzen. Also wir können ja wirklich mal reinschreiben, das ist ein Platz-Array mit zwei Dimensionen. Und genauso habe ich das dann auch umgesetzt. Und der Punkt ist jetzt eben, wir können jetzt dann eben über I oder X und Y eben sagen, okay, das ist hier Spalte 3, Zeile 1 oder 0. Also wenn wir 0 basiert sind, natürlich dann 2 und 0. Oder wir sind hier eben in 2, 3 und so weiter. Ja? Also so ist eben grundsätzlich erstmal dieser Platz-Array aufgebaut. Aber ich habe dann tatsächlich auch noch das Konzept einer Spalte. Also das hier ist zum Beispiel Spalte. Oder das sind hier die verschiedenen Spalten. Oder eben auch das Konzept einer Reihe mit hinzugenommen.
Also das hier wären jetzt zum Beispiel Beispiele für eine Reihe. Und natürlich auch das Konzept einer Diagonalen. Das ist die Frage. Ja, das wird man schlecht sehen können. Ich mache jetzt auch mal die Diagonalen blau. Also eine Diagonale würde dann jetzt letztendlich, ich würde das jetzt einmal nochmal kurz wegnehmen, damit man das besser sieht. Das ist ein Fehler. So, also eine Diagonale würde dann bei mir eben so ausschauen, dass die wirklich hier sich komplett so erstreckt. Das ist eine Diagonale, das wäre die nächste Diagonale und hier so weiter. Ja? Also wir sehen, die Diagonalen haben eben hier in diesem Kontext eine variable Länge. Und die gibt es natürlich nicht nur in diese Richtung, sondern ich habe auch Diagonalen in diese Richtungen. Also ich zeichne jetzt natürlich nicht alle ein, aber prinzipiell habe ich das eben so strukturiert. Und all diese Sachen, Reihen, Spalten, Diagonalen, die kriegen letztendlich bloß die Platzobjekte, die hier jeweils eben drin sind. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal kurz überlegen wollen, wenn ich hier diese Spalte habe und diese Reihe, wenn ich vielleicht mal rot machen, dann kriegt eben diese Reihe letztendlich die Platzobjekte von 0, 0 bis 7, 0. Entschuldigung, das war jetzt vollkommener Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Also wir starten natürlich hier bei x ist eben 0 und hier sind wir bei 2 und das geht dann eben so weiter. Hier sind wir natürlich bei 1, 2 und so weiter, bis wir hier hinten irgendwann mal, wenn wir hier bei der siebten Spalte sind, bei 6, 2 sind. Ja? So erstelle ich eben diese Liste für eine Reihe und die Spalte, die sieht dann natürlich ähnlich aus. Wir fangen hier eben bei 2, 0 an und gehen eben weiter runter bis 2, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, ja. Nicht, dass ich mich hier verzähle. Ja, und so bilde ich eben die verschiedenen Spalten, Reihen und Diagonalen. Und genau das passiert eben hier alles in dieser Klasse. Hier erstelle ich grundsätzlich erstmal diesen zweidimensionalen Array, von dem ich gesprochen habe. Und dann baue ich hier eben alle Reihen zusammen, die hier jetzt eben tatsächlich notwendig sind. Also ich erstelle mir eben eine Reihe, ist eben eigentlich bloß eine, mehr oder weniger ein Objekt, das auch eine Liste von Plätzen beschäftigt. Und zu diesen Reihenplätzen gehe ich halt eben hier jeweils vor mit I und J, dass ich eben genau nach diesem Schema, wie ich es im Bild angezeichnet habe, die jeweiligen Plätze aus diesem zweidimensionalen Array rausziehe und diese bloß nochmal zusätzlich zu einer Collection hinzufüge. Ja, genau das gleiche mache ich mit den Spalten und hier natürlich auch mit allen Diagonalen. Man sieht hier eben, ich habe hier relativ komplizierte Logik noch drin, die man eben hier sieht, aber das war auch gewollt, weil wir nämlich, oder weil es dazu noch eine Übung gibt, in der man eben genau diese Spielbrett-Factory vereinfachen sollte. Ja, und am Ende, wenn ich von einer Spielbrettlinie spreche, dann meine ich letztendlich eigentlich bloß, eine Spielbrettlinie ist eben entweder eine Spalte oder eine Diagonale oder eine Reihe. Ja, also ich führe eben eine Spielbrettlinie hier unter diesem allgemeinen Begriff und letztendlich ist eine Spielbrettlinie nichts anderes als eine Spalte, eine Diagonale oder eine Reihe. Und der Vorteil an diesem Konzept von Spielbrettlinien ist ganz einfach, ich habe hier eine Methode draufgesetzt, mit der ich überprüfen kann, ob eine Linie 4 in einer Reihe enthält. Also es ist vollkommen egal, ob ich diese Methode auf einer Diagonalen, auf einer Reihe oder einer Spalte aufrufe. Ich kann ganz einfach dann innerhalb des Spielbretts sagen, ich gehe durch alle Spielbrettlinien, aus denen sich mein
Spielbrett zusammensetzt, eben durch und überprüfe dann, ob eine dieser Linien 4 in einer Reihe enthält und bekomme hier dann eben die ID des jeweiligen Spielers zurück. Und wenn ich eben keine finden konnte, dann gebe ich hier Null zurück. Und so ist im Prinzip dieses ganze Konstrukt aufgebaut. Ich habe hier auch nochmal ein Klassendiagramm, wo wir das etwas genauer sehen können, was ich hier eigentlich gemacht habe. Ich habe hier eben dieses Interface, was wir gerade gesehen haben, eine I-Spielbrettlinie. Dazu implementiere ich dann auch eine abstrakte Basisklasse. Der Punkt ist, dass eine Reihe und Spalte sich eigentlich relativ ähnlich verhält und das nenne ich dann eben eine gerade Linie. Wir sehen hier eben auch, es gibt noch ein extra Interface dazu und wir haben hier eben auch als Abzweigung dazu eine Diagonale, die verhält sich eben ein bisschen anders. Warum? Weil ich eben sagen kann, eine Reihe sitzt an einer gewissen Spalte und an einem gewissen Spaltenindex und einem gewissen Reihenindex und bei einer Diagonale kann ich das eben nicht sagen. Also vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, wenn ich hier sage, ich möchte mir jetzt diese Diagonale hier anschauen. Die beginnt irgendwie hier bei 2,0 und hört auf bei hier eben 6,4. Und da brauche ich eben eine andere Beschreibung, um welche Diagonale es sich denn jetzt hier eigentlich handelt, wenn ich im Vergleich zu einer Linie. Wir können uns das ja auch einfach mal anschauen. Also eine gerade Linie, die hat letztendlich hier eben einen Index und dieser Index sagt eben, an welchem Spalten- bzw. Reihenindex man sich eben gerade befindet. Und eine Diagonale, die sagt eben, an welchem Spaltenindex und Reihenindex sie startet und in welche Richtung sie schaut. Aber das auch bloß über Getter. Genau. Ja, und mit diesen Klassen kann man dann eben sehr gut diese Logik des Abprüfens hier einfach nachvollziehen. Im Prinzip ist diese Überprüfung auch sehr ähnlich, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ich habe das sogar auf der Spielbrettlinie mit implementiert. Genau. Im Prinzip gehe ich einfach bloß durch alle Plätze durch, die eine Linie umfasst, hole mir dazu eben den Spielstein und guck dann natürlich, ist auf diesem Platz wirklich ein Spielstein gesetzt und zähle dann einfach eigentlich bloß mit, wie viele Elemente hat denn der aktuelle Spieler gerade in dieser Linie und wenn ich irgendwann bei 4 angekommen bin, dann gebe ich eben diese aktuelle ID zurück und ansonsten präpariere ich eben die Laufvariablen für den nächsten Durchlauf. So sieht das Ganze aus und dann gibt es eben verschiedene Subklassen, die dann eben tatsächlich eine Reihe, eine Spalte oder eine Diagonale repräsentieren. Und all das wird eben hier in dieser Factory erstellt für das Spielbrett und hier konkateniere ich einfach bloß noch alle Collections, die eben hier jetzt Reihen, Spalten und Diagonalen enthalten und gebe dann hier dieser Spielbrettinstanz tatsächlich all diese Sachen hier mit in den Konstruktor und gebe dann dieses Element zurück. Und das ist eben im Wesentlichen, wie ich über objektorientierte Analyse und dann noch Verfeinerung dieses Modell letztendlich abgebildet habe. Bitte lassen Sie sich, also ich habe versucht natürlich auch die Solid Principles hier einigermaßen mit einzufügen, was heißt einigermaßen, ich habe es sehr stark befolgt. Man sieht das hier auch schon an den Anzahl an Interfaces, die wir hier sehen, dass ich eben versucht habe, in den wichtigen Momenten gegen Interfaces zu programmieren, das heißt in den wichtigen, in eigentlich allen Elementen, in allen Klassen gegen Interfaces zu programmieren, anstatt gegen konkrete Typen.
Das Einzige, wo ich das jetzt noch rausgenommen habe, ist meines Erachtens der Spielstein, der hat keine Abstraktion, ist für mich aber auch ehrlich gesagt nur ein Datenobjekt. Und wie ich schon oft erwähnt habe, Datenobjekte müssen nicht objektorientiert betrachtet werden. Wenn ich hier keine Methode drauf finde, die ich explizit polymorph aufrufen möchte, dann ist das für mich eine reine Datenklasse, also sozusagen eine Ansammlung von Gettern, in diesem Fall hier, in denen wir eben bloß auslesen können, wie ein Spielstein denn aussieht und welche Farbe er hat und zu welchem Spieler er gehört. Mehr ist es nicht. Ansonsten haben eben alle anderen Objekte hier eine Abstraktion im Wesentlichen. Also der Spieler, das Spielbrett, die Spalte und so weiter. All diese Klassen haben letztendlich auch eine Abstraktion dazu, mit denen sie eben angesprochen werden können. Ja, das habe ich noch nicht gezeigt, sehe ich gerade. Wenn wir hier bei der Spalte sind, in die Spalte setzt man natürlich auch den Spielstein und genau das machen wir hier eben. Wir durchlaufen einfach die Plätze, die eine Spalte eben ausmachen. Also wenn sie gebildet werden, sieht das Ganze eben so aus, dass die Collection für eine Spalte eben hier anfängt und dann nach unten geht. Also wir fangen hier oben an, in diesem Fall eben 1, 0 und gehen dann eben runter. Und wenn wir jetzt hier eben sagen wollen, wir möchten hier in diese Spalte reinsetzen, dann drehe ich beim Setzen einfach bloß diese Collection um und suche mir den ersten Platz, wo noch kein Stein drin setzt, und auf dieses Element setze ich dann den Spielstein. Also sieht man hier, ich drehe diese Collection um und suche mir den ersten Platz, an dem noch kein Spielstein sitzt. Und wenn ich diesen eben nicht finde, dann sage ich, hey, meine Reihe ist voll und man darf mich nicht aufrufen in diesem Fall. Das kann man aber vorher auch noch abbrechen oder überprüfen, ist mit diesem ist voll. Aber es darf eben eigentlich nicht passieren, dass jemand Sätze Spielstein aufruft und diese entsprechende Spalte ist voll. Ansonsten setze ich eben einfach bloß auf diesen Zielplatz den Spielstein jeweils rein. Wir werden uns auch in den nächsten Videos weiterhin mit dieser Solution hier beschäftigen, denn wir werden als nächstes sogenannte Designmuster bzw. Design Patterns auf Englisch eben durchsprechen, die wir eben nutzen können, um unseren Code bei gewissen Problemstellungen nach einem vorgegebenen Muster zu strukturieren. Und wir werden eben auch immer wieder hier dann auf diese Solution zurückkommen, weil ich natürlich nicht bloß auf die Solid Principles und die objektorientierte Analyse mit dieser Solution eingehen wollte, sondern eben auch auf Designmuster. Und bis dahin sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!